Willkommen zurück hier bei Skyward Sword HD, hier in der Wüste Ranel. Haben wir noch diese kleine Truhe hier am Anfang. Und da möchte ich euch natürlich nicht vorenthalten, was drin ist. Ein Schattenkristall. Na gut, davon haben wir jetzt auch schon ein paar, ne? Ja, 5 Stück. Nachdem wir am Anfang eine lange Zeit einfach mal keine hatten, werden die jetzt ein bisschen gespammt. Aber gut, besser so, als dass man... dann keine hat. Und mir fällt gerade ein, ich habe die ganze Zeit überlegt, was wohl bei dieser Passage sein könnte, die der Gerone versperrt. Ich habe nochmal geschaut. Die versperrte immer noch. Den Weg versperrte immer noch. Also da bei dem Sandmeer, ne? Der Gerone, der uns dann den Schlüssel gegeben hat, damit wir zum Sandmeer kommen, den meine ich. Der versperrt immer noch den Weg zu einem Ort, und ich glaube, ich weiß, was dieser Ort ist. Und zwar denke ich, dass dort der Drache ist, der uns dann den finalen Schild geben wird. Und tatsächlich, er hat einen Köcher. Wenn ihr dieses Item in eurer Tasche habt, könnt ihr ganze 5 Pfeile mehr tragen. Ah, vorteilhaft. Ja, komm, rück rüber. Ah, ihr seid wundervoll. Ich verstau das Item in eurer Tasche. Hä? Was ist los? Ah, ihr kommt gerade richtig. Ich habe ein neues Item. Ja, das sagst du ein wenig spät, mein Freund. Ah, da bist du ja schon wieder. Habe ich dir gefehlt? willst du vielleicht ein paar Sachen hier verstauen? Ja. Aber gern, bitte sehr. Ja, geht doch. Genau so will ich das nämlich. Also, einfach mal ein bisschen freundlicher sein, ne? Genau so ist das nämlich schön. Vielen Dank. Und nicht immer so grießcremig sein. Und Mensch, guck mal. Die Kiste hier lässt sich eröffnen. Und drin ist ein goldener Rubin. Nice. Yo, Doroko, kannst du für uns Items verbessern? Geht das? Oh, der Bogen kann verbessert werden. Was wir auch direkt machen können. Aus Holz mach Eisen. Die Angriffskraft wird erhöht. Ja, Mann. Machen wir instant. Jawohl. Aber es kann nicht rückgängig gemacht werden. Ja, du müsstest mittlerweile wissen, dass mich das nicht juckt. Also. Da ist er. Du hast den Eisenbogen erhalten. Dieser Bogen wurde für äußerst erfahrene Schützen gefertigt. Seine Kraft übersteigt die deines alten Bogens. Sieht edel aus. Können wir nochmal verbessern? Ja. Heilig. Okay. 5 Wüstengras benötigen wir nur noch dazu. Von der Göttin gesegnet. Die Angriffskraft wird enorm erhöht. Okay, dann werde ich 5 Wüstengras mal sammeln. Das Ding können wir auch aufrüsten. Dann haben wir die große Bombentasche. Wunderbar. Sieht so aus, als würden wir doch noch alles hinbekommen. So, ich bin fertig. Yo, danke, Bro. Du hast die große Bombentasche erhalten. Mit ihr kannst du 15 weitere Bomben bei dir tragen. Was ist mit der Deko-Tasche? Können wir jetzt auch endlich mal aufrüsten. Sehr gut. Denn die war bis jetzt nur eine kleine Deko-Tasche und ich konnte sie nie aufrüsten. Aber jetzt ist es soweit. Du hast die mittlere Deko-Tasche erhalten. Nice. Und können wir
daraus jetzt... Achso, hier den Köcher haben wir. Monster, Finsterhalbmond. Okay, können wir auf jeden Fall easy machen. Und dafür bräuchten wir noch eine Monsterklaue. Okay, okay, okay. Das werde ich dann auch noch sammeln. Aber erstmal upgraden wir den Köcher. Richtig sick. Jetzt können wir richtig viel upgraden. Nice. Gefällt mir. Danke, Doroko. Und was bräuchte man für das, für einen großen Köcher? Also, ja gut. Finde ich nice. Können wir instant machen. Das überrascht mich jetzt doch sehr, weil da hätte ich echt gedacht, dass uns da noch irgendwas fehlt. Aber nein, ich war echt gut dabei, bisschen Kram zu sammeln. Ja, nice. Sagt Bescheid, ne? Ja, klar. Und, nein, 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 nein. Hier, bei dem. Braucht man dafür... Nein, dafür braucht man tatsächlich keine Finsterhalbmonde. Aber hierfür. Für den göttlichen Schild. Ich weiß nicht, ob ich das noch ganz upgrade, weil es gibt ja hinterher den anderen Schild. Denke mal, dass es nicht nur eine Legende ist, oder dass der da nicht einfach dumm rum erzählt hat, sondern dass man tatsächlich hinterher nochmal ein Schild bekommt. Gebieter! Die neue Kraft deines Schwertes ermöglicht den nun die Suche nach Schätzen mit Hilfe der Aurasuche. Wähle einfach Schätze als Ziel für die Aurasuche aus. Ach, dieses. Okay. Aber nur nach dem, was so rumliegt, ne? Okay. Bernsteinhalbmonde und Geschenke der Göttin kann man damit gut suchen. Aber sonst kriegen wir... Ach komm, ey. Hallo. Kriegen wir hier irgendwie was rein? Nö. Ja gut. Okay. Ich wollte mal probieren, ob man das auch mit der Peitsche betätigen kann. Aber anscheinend nicht. Ich geh nochmal schauen, was der so hat. Ich glaube noch eine allerletzte Tasche. Und müssten doch auch noch eine Rubinenbörse bekommen, oder nicht? Ach nee, die Tasche haben wir schon. Ups. Dann war es das Herzteil. Aber wir müssten auch noch eine Rubintasche bekommen, oder nicht? Oh, sie haben ein gutes Auge. 1600 Rubine. Nee, kann ich nicht. Guck, kleine Geldbörse. Eine Geldbörse, in der du Rubine sammeln kannst. Sie bietet Platz für bis zu 1200 Rubine. Kleine Geldbörse, das heißt, wir können die auch noch upgraden. Also, jetzt nicht bei Doroko, aber... Vielleicht... kriegen wir dann in den Kisten, in den heiligen Kisten nochmal eine Geldbörse raus. Aus den heiligen Kisten eine Geldbörse raus, besser gesagt. Nein, nicht das. Da hinten. Da hinten ist noch eine Kiste. Die können wir öffnen. Oder ist... Ach, die ist da oben! Ja, 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 ja. Stimmt, 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 stimmt. Alles klar. Okay, okay, ist ja schon gut. Und der krabbelt in der Luft rum. Na gut. Zack. Aber die ist so, ne? Ja. Ja, aber passender Zeitpunkt. Denn wir haben ja jetzt den Greifhaken. Und mit dem... kommen wir nun endlich dort oben auf die Insel.
Hoch mit dir, Link. Achso, das ist ein Vogel. Ich dachte, das wäre ein Insekt, was da weggeflogen ist. Wo ich dann so dachte, hä? Wie soll man das denn fangen? Fliegt doch sowieso instant weg, wenn man da kommt. Aber nö, war kein Insekt. Das war, wie gesagt, der Vogel. Gut. Hier ist die Kiste. Schmetterlinge sind hier auch. Ach, instant alle drei gesnackt. Und eine Statue erscheint. Monsterklaue? Nein, ein Geschenk der Göttin. Holy shit, okay. Du scheinst ein neugieriges Kerlchen zu sein. Schöne Leistung, bis hier nach oben zu klettern. Wenn du von ihr abspringst, sollst du auf der Spitze eines Turms landen können. Klingt doch nach Spaß, oder? Das hört sich sehr stark nach einem heftigen Tipp an. Und hier ist ein Herzteil drin. Alles klar. Aber welchen Turm meint er? Musst du... Ach, da unten. Ja, ich habe mir schon gedacht, dass man da oben drauf kann, weil ich habe da halt dieses Nest gesehen und dachte mir so, das sieht auffällig aus. Und, ja, kann ich hier hin. Und was zum Teufel ist das? Wahrscheinlich für eine Nebenquest, ne? Ja. Ja, muss ja sein. Okay, dann können wir uns das auf jeden Fall auch schon mal merken. Dass hier das Ding oben ist. Und, ich würde gerne nochmal in die ganzen Häuser reinschauen. Um zu gucken, ob die für uns vielleicht noch eine Quest haben. Ja, okay, okay, okay. Die auf jeden Fall nicht mehr. Oder denke ich zumindest nicht mehr, weil wir haben für die schon mal was erledigt. Und hier waren wir, glaube ich, noch nie drin, oder? Kann das sein? Schon tausendmal vorbeigelaufen, aber noch nie drin gewesen. Nee. Ich glaube, hier waren wir noch nicht. Aber wer wohnt hier denn? Ja, ja, ist gut. Ich schaue aber trotzdem nochmal hier in den Schrank. Okay. Moment mal, müsste draußen nicht ein Schild sein, wo das dran steht? Lageristin Pikas Haus. Wer ist denn Pika? Okay, was zum Teufel? Wer ist das? Na gut. Kokoshaus. Ah ja, hier war ja das... ganz leckere Haus nochmal am Start. Ja, bin dabei. Konnte man Coco nicht noch sagen, ja, deine Mom will, dass ich bei ihr putze? Ging das nicht? Doch, ich glaube, das ging. Ich glaube, das ging irgendwie. Aber wer war nochmal Coco? Ach, das war der aus der Oberstufe, ne? Der mit dem gelben Gewand, wenn ich mich richtig erinnere. So. Alles schön sauber. Ich mach das auch nur, weil ich nochmal schauen will, ob es dafür nochmal irgendwas Besonderes gibt. Oder ob das dann triggert, dass Coco rankommt. Keine Ahnung. Du hast den ganzen Staub beseitigt. Dankeschön. Also hier 20 Rubine. Wenn du Lust hast, kannst du mir aber mal wieder helfen. Aber Coco darf das nie erfahren. Okay, dann gehen wir mal zu Coco.
und erzählen ihm, dass wir für seine Mutter putzen sollen. Richtiger Dick-Move, ey. Oh Mann. So, wo ist der? Wo ist der? Aber ich glaube, das muss man machen, um in der Story weiterzukommen. Oder in dieser Nebenquest, was auch immer. Ich glaube, das musste man machen. So. Danke für den Hirschkäfer. Wo ist Koko? Ist der... Der ist drin, ne? Ja, ja, ja. Ist drin. Draußen ist der hier, glaube ich, an der Schule. Was? Nachts ist der hier, glaube ich, an der Schule. Draußen. Aber tagsüber ist der hier. Moment mal. Ja doch, das ist Koko. Hä? Können wir... Oh, jetzt können wir endlich hier ins Bad. Ja, schau mal an. Oh, edel. Mega nice, ey. Holy shit. Aber konnte man nicht auch irgendwie... Ach ja. Ja, ich weiß jetzt wieder wie. Man konnte nämlich in Zeldas Zimmer noch rein. Das werden wir noch kurz machen. Und ich glaube, man kann sich dann da sogar knacken legen. Also. Gehen wir hier rum. Dann hier hoch. Und schieben die Kiste hier ran. Oder, ah nee, Moment, hier war's. Ja. Okay. Rein da. Kann man richtig fett spannen. Moment, meinte Girona nicht, dass sie nachts baden will? Kann man sie dann bespannen oder was? Und tatsächlich, hier ist ein Herzteil drin. Schön. Ich wusste doch, dass es in irgendeinem Schrank noch etwas zu finden gibt. Zeldas Tagebuch. Möchtest du es lesen? Klar, immer. Morgen ist die Vogelreiterzeremonie ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Ritter für Felix. Ich kann es nicht erwarten, ihn endlich als Ritter zu sehen. In letzter Zeit hat er gar nicht mehr geübt. Ich werde morgen sehr früh aufstehen und ihn zum Üben zwingen. Er muss unbedingt gewinnen. Ich will die Siegeszeremonie nur mit ihm feiern. Süß. Alles klar. Können wir hier einfach... Oh. Oh. Richtig schön in HD, das Gemälde. Holy shit. Ja, okay. Und wir können hier einfach raus. Können wir auch wieder rein? Ja. Okay, Zeldas Zimmer ist jetzt anscheinend unlocked. Und ich denke, wir gehen mal zu Girona. Schlafen bis nachts. Und schauen dann mal, ob man, ja. Ne? Eine Unverschämtheit. Ich will jetzt baden. Allerdings scheint das Bad im Moment noch besetzt zu sein. Hä? Das Bad ist besetzt.
Okay. Ist das vielleicht noch eine Nebenquest? Ich kann mir dann schon denken, wer da drin ist. Irgendwer von den Boys, wo man sich dann so denkt, ja, auf den Anblick hätte ich verzichten können. Rax vielleicht? Na, schauen wir mal nach. Ach nee, Quatsch. Ach, man muss da ja gar nicht lang. Man muss hier lang. Ach komm, ey. So. Dann schauen wir mal, was hier los ist. Oh Gott, ey, der Direktor. Alles klar. Können wir ihn irgendwie auf uns aufmerksam machen? Nein. Alles klar. Okay. Oh, was? Du hast ein Juwel der Güte erhalten. Okay. Hä? Hatte ich nicht schon ein Juwel der Güte gefunden? Wie können wir dann auf 26 sein? Ich dachte, wir wären dann irgendwie auf 27. Ach, das. Ja, stimmt. Wir haben ja da irgendwie dieses mit dieser Nebenquest gemacht und da. Ich denke, das wurde dann nicht übernommen. Der Speicherstand. Na gut. Na gut. Hier ist auch kein Juwel der Güte. Und hier ebenfalls nicht. Ah, okay. Das Büro ist verschlossen. In der Nacht. Weil er einfach die ganze Nacht über badet. Oh Mann, ey. Badusreich. Ah, es ist sogar offen, okay. War das nicht? What the fuck? Hilfe. Ah, du bist der galante junge Mann von neulich. Schön, dich wiederzusehen. Dank dir habe ich meine große Liebe gefunden. Ihn hier. Weil du mir diesen Brief von ihm gebracht hast. Durch diesen wunderschönen Liebesbrief habe ich mich im Handumdrehen verliebt. Erfüllt mein Herz aus, lässt es höher schlagen und im selben Moment stillstehen. Ich fühle mich so lebendig. Und wir bekommen 5 Juwelen der Güte. Okay. Ach, Geliebter, ich bleibe für immer bei dir. Okay. Und sonst würde man die Juwelen von Rax bekommen, oder was? Geil, ey. Ich glaube, das habe ich als Kiddy nie mitbekommen hier. Diese Sidequest, also das Ende von der Sidequest. Naja, sehr sympathisch auf jeden Fall, dass hier Link an einem Boxsack hängt, okay. Ja, schauen wir mal bei den anderen Zimmer von Felix. Ja, da wird jetzt nichts sein, denke ich. Moment mal, was zum Teufel? Okay. Okay, na gut. Und hier? Ja, wieder ein blauer Rubin. Okay, nehmen wir auf jeden Fall mit. Gut. Und sonst so in den anderen Zimmern. Hier ist Stroh einfach nur. Okay, aber auch sonst nichts. Alien Scarabeus, Dekobiene.
Dekobienen. Da können wir mal schauen, wie viel die bringen. Ein Rubin pro Exemplar. Ja, das dachte ich mir schon. Nee, nee, Bro. Ein Rubin, das lohnt sich halt absolut nicht, ne? Was zum Teufel. Gut. 3985, 3986, ja, alles klar, Bro. Ah, ich könnte noch ewig so weitermachen. Gut, dass du hier bist. Ich wollte dich was fragen. Also, ich habe jetzt nochmal versucht, dein Fass hochzuheben. Und es ging mit nur einer Hand. Das heißt doch, dass ich stärker geworden bin, oder? Ja, heißt auf jeden Fall, dass du stärker bist. Ja, ich bin so glücklich. Geil. Ich hab's nur dank dir geschafft. Dankeschön. Und? Von ihm kriegen wir ebenfalls 5 Juwelen der Güte. Ich glaube, da muss man tatsächlich 100 Stück sammeln, oder? Kann sein. Gut. Ich glaube, ich schaue das dann nochmal. Ach so, ja, ja. Ja, 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 ja. Ist gut. Ich glaube, ich schaue das dann nochmal nach, wie viele man braucht. Kann auch nur 50 sein, keine Ahnung. Aber ich gehe jetzt mal einfach von 100 Stück aus. Aha. Ich höre keine Stimme mehr aus der Toilette. Dafür weint Rax in Bardos Zimmer jetzt jede Nacht im Schlaf. Kann man denn da gar nichts tun? Nö. Oh Mann, ey. Komm, lass mal hinsetzen. Was? Man hört sogar eine Klospülung, ey. Wie geil. Okay. Ja, genau, wir wollten ja noch zu Coco. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Ach. Ja, ich find's ein bisschen shit, dass man nicht unten einfach raus kann, sondern dass man immer nach oben gehen muss, um rauszugehen in der Nacht. Das ist einfach pointless. Warum? Warum macht man das? Wo ist Coco? Was soll der Scheiß? Oder rennt er nicht nur hier an der Schule rum, sondern überall auf der Insel? Ist er bei sich zu Hause? Ich glaube, wir schauen nochmal bei ihm zu Hause vorbei. Ach Mann, ey. Was zum Teufel? Ach, okay. Wie oft habe ich dir das noch... das doch schon... Wie oft habe ich dir das schon gesagt, Mutter? So. Jetzt reg dich doch nicht so auf, mein kleiner Schatz. Ah, okay. Tatsächlich. Natürlich reg ich mich auf. Ich weiß doch, dass du jemanden bezahlst, damit er unser Haus putzt. Wollten wir nicht Brot von den Rubinen kaufen? Ich komme auf der Ritterschule kaum über die Runden, weil du die ganze Zeit unsere Rubine verplemperst. Und nebenbei schufte ich auch noch nachts, nur damit du hier den ganzen Tag über faulenzen kannst. Also wirklich, was bist du denn für eine Rabenmutter? Alles klar, Bro. Stimmt schon. Aber, ja. Dann gib ihr halt nicht die Rubine, weißt du? Dann gib ihr halt einfach nicht die Kohle. Sag mal, Felix, was machst du eigentlich hier? Du hast aber nicht eben mitgehört, oder? Was ich gerade gesagt habe. Oh, Entschuldigung, Bro. Oh, hast du es gehört? Ja, in Wirklichkeit laufe ich nachts Patrouille, um mir ein wenig Geld nebenbei zu verdienen. Du kannst mich ruhig verachten dafür, aber bist auch nicht viel besser als fremden Leuten bei ihren Privatgesprächen zu. Also schwamm drüber. Vergessen wir einfach, dass wir uns heute begegnet sind. Bro, kann ich dir helfen? Hä? Wo ist er? Hallo? Hallo?
Was soll ich sagen? Ja, Coco ist sauer auf mich. Er meint, dass ich keine Rubine für eine Haushälterin ausgeben soll. Allerdings habe ich mir gedacht, dass du ja gar keine Haushälterin bist. Von daher dürfte es doch in Ordnung sein, wenn du mir weiter zur Hand gehst, oder? Bescheuert, ey. Willst du etwa schon nach Hause? Falls du unterwegs Coco begegnest, rede mal mit ihm, ja? Ja, genau das hatte ich vor. Denn ich hab halt noch so das Gefühl, dass die Sidequest noch weitergeht. Verpiss dich, Drecksvieh. Was zum Teufel? So. Mehrere von den Viechern, oder was? Tatsache! Hier gibt's mehrere! Was zum Teufel? Okay. Gibt's da vielleicht auch noch eine Erklärung für das Vieh? Was damit los ist? Naja. Hier ist er. Doch, er ist hier immer an der Schule. Ich fühle mich irgendwie schlecht, weil du diese Szene mitbekommen hast. Mir furchtbar peinlich. Aber meine Mutter ist wirklich wahnsinnig faul. Ich weiß nicht, was ich mit dir machen soll. Aber um mich musst du dir trotzdem keine Sorgen machen. Ich frage mich nur, wer bei uns immer das Haus putzt. Könntest du so blöd sein und meiner Mutter diese Aufgabe abnehmen? Hallo Felix, Nacht ist es dunkel, also pass auf, ne? Bitte kein Wort zu niemandem über diese Sache, ja? Ja, okay. Ist die Quest doch schon abgeschlossen? Puh. Naja, gut. Nun gut, nun gut. Ist hier sonst irgendwo noch ein Juwel der Güte? Kann man das von weitem aus sehen oder ist das... leuchtet das nicht? Und tatsächlich ist hier... jetzt permanent offen. Okay, sehr nice, sehr nice. Und sonst? Ist noch irgendwo ein Juwel? Ja, Tatsache, hier! Du hast ein Juwel der Güte erhalten. Nice. Vielleicht sollten wir mal zu ihm gehen. Und, mal schauen, was das so bringt. Komm, lass mal zu ihm. Vielleicht erfahren wir dann auch, wie viele wir tatsächlich brauchen. Oh, du hast wirklich viele Juwelen. Oh, ich bin sehr glücklich. Nimm dies als Zeichen meiner Dankbarkeit. Du hast die mittlere Geldbörse erhalten. Okay, von ihm bekommen wir die. Bitte sei so gnädig. Oh, ich spüre die Wärme, die von Juwelen ausgeht. Ein Herzteil. Ich brauche leider noch mehr. Du hast aber noch mehr. Geil. Du hast die große Geldbörse erhalten. In ihr kannst du bis zu 1000 Rubine aufbewahren. Das ist eine ganze Menge Juwelen, die du da gesammelt hast. Auch ein wenig mehr und ich kann endlich ein Mensch werden. Okay. Oh, ich würde so gern ein Mensch sein. Wir sammeln noch mehr Juwelen. Komm wieder zu mir, wenn du 40 Stück gefunden hast. Wie viele haben wir? Oh, okay. Wir brauchen nur noch eins. Achtung, du sollst diese Truhe dort besser nicht öffnen.
Drin befindet sich etwas sehr Gefährliches. Ja, ich will aber. Ich sagte doch, öffne sie besser nicht. Nun, ja, darin befindet sich wohl die furchterregendste Medaille, die es gibt, die Dämonenmedaille. Trägst du sie bei dir, wirst du auf deinen Reisen viel mehr Rubine finden als zuvor. Auch Schätze werden dann leichter zu finden sein, doch im Gegenzug... Ja, und weiter. Schreckliche kommt dann erst noch. Wenn diese Medaille bei dir trägst, kannst du eine Tasche nicht mehr öffnen. Das bedeutet, du kannst auch keine Herztränke mehr zu dir nehmen und dein Schild nicht mehr einsetzen. Verstehst du nun, was ich vorhin mit furchterregend meinte? Ich bitte dich, öffne die Truhe nicht. Doch. Aber ich glaube, unsere Tasche ist voll, oder? Du hast die Dämonenmedaille erhalten. Doch Vorsicht, ein Fluch lastet auf ihr, der dich am Öffnen deiner Tasche hindert. Oh, doch, okay, wir hatten noch Platz. Wunderbar. Gebieter, dein Schwert hat an Macht gewonnen, weshalb du nun die Aurasuche nutzen kannst, um nach den Juwelen der Güte zu suchen. Fei, du bist richtig geil. Danke. Mega nice, ey. Sehr gut, ich wusste doch, das lohnt sich, zu dem zu gehen. Ich hab's direkt gewusst. So, dann schmeiß das Ding mal an. Ah ja, ich sehe es schon von hier. Komm, beeil dich mal ein bisschen, Link. Ich habe hier nicht ewig Zeit. Kann der Käfer... Ah. Kann der Käfer das Ding holen? Nice! Er kann es tatsächlich holen. Alles klar. Zum... In dem Haus, oder was? In dem Haus? Ja, Tatsache. Du hast ein Juwel der Güte erhalten. Yo, in letzter Zeit habe ich unsere drei Rabauken gar nicht mehr gesehen. Haben sie vielleicht angefangen, für die Schule zu lernen? Nachdem sie so hart verkackt haben... Vielen Dank nochmal für deine Hilfe. Ah ja, kein Problem, Bro. Sis, besser gesagt. Was auch immer. I don't care. Ich nicht Ikea jetzt. So. Da hinten. Okay, okay, okay. Ich denke, wir werden jetzt alle Juwelen sammeln. Denn, ich denke, wir dürften jetzt überall hinkommen. Was zum Teufel? Ach hier, okay. Ja, aber muss andauernd diese Animation abgespielt werden? Da schicken wir aber unseren Käfer runter. Ja, easy, Bro. Dann brauchen wir da auch nicht durch diese dumme Höhle zu laufen, weißt du? Hau ab. Meine Fresse. Anscheinend ist da aber noch eins. Hallo? Ach komm, Alter, als ob.
Ja, okay. Dann gehen wir hier drüben her. Und sehen zu, dass wir von hier oben dann den Käfer runterschicken. Und da, wo der Vogel war. Klar. Auch wenn ich das irgendwie nicht ganz verstehe, weil Juwelen der Güte ist halt von Menschen. Aber na gut. Da oben natürlich auch, klar. Wie soll es auch anders sein? Ja, wunderbar. Gut, dann müssen wir halt mit den Greifhaken nochmal hoch. So. Und... So. Und da ist es. Können wir es so holen? Ach, nee. Oder? Moment, ich probiere es nochmal von hier. Nein. Aber ich schätze, unser Käfer kann es da rausgriffeln. Jawohl. Wunderschön. Ist da oben noch eins? Nö. Wie viele haben wir denn jetzt eigentlich? 45. Okay. Wo soll denn das Dingen sein? Ich war auch hier eben. Hä? Hau ab. Blödes Drecksvieh. Okay. Na gut. Da oben. Drinnen. Oder wie? Oder draußen? Nee, draußen anscheinend. Oder hier drin. Oder auch auf dem Dach. Okay. Nein. Tatsächlich. Beim Schwertmeister. Ich gehe mal von hier aus. Nein, anscheinend doch nicht. Hä? Da bin ich gerade dumm dran vorbeigelaufen. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Wo ist denn das Ding? Oh.
Müssen wir vielleicht mit dem Schwert mal... Nein, 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 Moment, Moment, nein, nein, nein. Stimmt, stimmt, stimmt. Wir haben ja hier drinnen gar nichts bekommen. Gar kein, Wir haben hier drinnen ja gar keine, Aura reinbekommen. Wo zum Teufel ist das? Kann man oben rein? Nee. Oh Gott, ey, was soll denn die Scheiße? Was soll das? Lass mal von oben schauen. Einfach mal hier rauf. Dann hier so. Und dann... Hat man nicht auch was bekommen, wenn man die Glocke geläutet hat? Tatsächlich droppt ein Rubin. Ich dachte, man hätte einen, ja, mehr bekommen. Mehr Rubine. Naja. Was soll's. Ziehen wir uns hier rauf. What the hell? Wie soll man denn da drauf? Ich schnall's nicht. Mann, ey, warum muss das denn so ein Abfuck sein? Oder ist das von woanders? Oben? Oben an der Decke? Kann das vielleicht sein? Ja, ja, okay. Oh, ist das assi. Boah, hat mich das gerade verwirrt einfach nur. Gott, da haben wir's. Oh mein Gott. Gott, jetzt kann's endlich weitergehen. Kriege ich sonst noch hier irgendwo was rein? Nur noch von da unten, ne? Ich glaube, das ist dann das letzte Ding. Da war doch so eine Insel. Ist das da drauf? Nee. Nee, die Richtung stimmt nicht. Oder? Nein. Ach, geh weg. Ah ne, das ist eine Flamme da oben. Okay. Was zum Teufel? Ich habe doch gerade was reinbekommen. Okay, machen wir nochmal von hier. Okay. Ja. Ich komme immer näher.
Hier drunter. Das Ding muss dann mit dem Käfer geholt werden, oder was? Nein, aber... Okay. Wo ist das denn? Ach, da kann man runterklettern. Lol. Ja gut, das, habe ich noch nie gesehen, um ehrlich zu sein. So, wie viele haben wir jetzt? 47. Ich könnte mir sonst noch vorstellen, dass auf Terrys Insel was ist. Und in der Kürbisbar. Aber sonst, so der dritte, wo der sein soll... Wo soll denn der dritte sein? Ich weiß es nicht, aber ich würde gerne mal kurz was austesten. Und zwar würde ich gerne testen, wie viele Rubine man tatsächlich bekommt. Ja. Ist okay, aber ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, das lohnt sich auf jeden Fall. Das muss ich immer dabei haben, weißt du? Na gut, aber im Endeffekt muss es natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Gut, hier im Wolkenhort gibt es aber, denke ich mal, nichts mehr an an Juwelen. Und er ist immer noch hier dran. Ey, mein Freund, kommst du gut mit meinem kleinen Trapo zurecht? Hat ein loses Mundwerk, aber eigentlich ist er ein sehr netter Roboter. Ich hoffe, ihr zwei werdet Freunde. Freunde? Deinem Roboter? Okay. Na gut. Lass mal bis morgens pennen. Und dann sehen wir uns nochmal die Kürbisinsel an und Terrys Insel. Terrys Insel am besten. Vorher. Wo kann man denn noch pennen? Hier finden wir keine mehr, oder? So tagsüber. Nö. So. Dass man da nicht an das Seil dran springen kann, ist etwas komisch. Aber na gut. Auf geht's. Zu Terrys Insel. Ich würde gern bis nachts pennen. Und gab's mit ihm nicht auch noch eine Quest? Fällt mir gerade ein. Guck mal. The fuck? Was? Was zum... Was zum Teufel?
Wo soll denn hier ein Juwel sein? Und warum kann er so lange fliegen? Ah, okay. Moment mal, was ist denn da in der Richtung? Die Kürbisinsel. Wird die Kürbisinsel erkannt? Nein, kann ja nicht. Sonst würde er ja auch beim... Ah, vielleicht doch. Vielleicht doch. Weil der Wolkenhort wird, glaube ich, so als eigene Insel nochmal erkannt, ne? Als halt eigene Render-Gegend. Hast du in meinem Bett geschlafen? Und du warst bestimmt sehr müde. Ich bin ebenfalls müde, weil ich den Laden samt deinem Gewicht herfliegen musste. Aber vergessen wir das. Ich bin es ja gewohnt. Okay. Oh, oh, guck mal. Da oben. Da oben. Zack. Und... Dann gehen wir mal wieder pennen. Und gehen auf zur Kürbisinsel, ne? So. Dann los. Let's go, Link. Hier können wir nicht einfach runterspringen, weil man dann irgendwie einfach nur runterfällt. Aber da drüben geht's. Bei der Absprungplattform. Ganz normal. So. Jetzt mal schauen. Kriegen wir hier den roten Rubin? Nein, das ist nicht, was ich sagen wollte und kriegen wir anscheinend auch nicht, weil ich zu scheiße bin, okay. Ah, na gut, na gut. Mal schauen, gibt's hier bei der Kürbisinsel noch ein Juwel? Ich denke schon. Mal schauen. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. So. Rein da. Ich will's jetzt wissen. So, by the way. Hier bin ich off-cam reingegangen und da hat Link sich nochmal so umgeguckt. Hier hängt jetzt auch so ein Kronleuchter, so ein neuer. Ein vernünftiger. Ich weiß nicht, ob man ihn runterwerfen kann, aber ich lass das mal lieber. Schau mal nach, ob es hier Juwelen gibt. Direkt über mir, okay. Alles klar. Ah, okay. Sehr nice. Kann es sein, dass uns nur noch eins fehlt? Weil sonst wüsste ich halt nicht, wo es noch so viele Juwelen gibt, dass man 100 erreichen kann. Weil ich denke nicht, dass sie da eine Zahl wie 70 oder so ausgewählt haben. Und hier ist tatsächlich noch eins. Ja, was zum... Hallo? Gut, das ist mir gut genug. Ich schick mal meinen Käfer los. Ah, hier. Ja, toll. Egal, laufen wir halt dahin. So. Du hast ein Juwel der Güte erhalten. Und jetzt haben wir 50 Stück. Okay, abschließend würde ich dann nochmal zu Morsego
und schauen, ob das dann reicht. Oder ob er dann sagt, yo, komm bitte nochmal wieder, wenn du 100 hast. Sonst könnte ich mir halt auch vorstellen, dass man irgendwas Größeres erfüllen muss. Irgendwie 5 größere Aufgaben. Wodurch man dann jeweils 10 bekommt. Weißt du? Sowas könnte ich mir halt noch vorstellen. Auf geht's. Ich bin sehr gespannt. Weil wie gesagt, als Kiddie habe ich diese Aufgabe nie komplett gelöst. Sondern mir einfach immer die größeren Geldbörsen abgeholt und das war's. Aber ich glaube, ich habe bis zur Dämonenmedaille auch schon mal gespielt. Ich würde hier gerne am Friedhof abspringen. Okay. Funktioniert anscheinend. Moment, nee, es muss noch mehr Juwelen geben. Weil da war ja auch noch dieses Dingen oben dran. Ne? Dieser, ja, keine Ahnung, was das war. An diesem, oben in diesem Nest an dem Haus. Da war ja noch irgendwas. Ich kann mir gut vorstellen, dass das noch zu einer Juwelenquest gehört. Du hast wirklich viele Juwelen gesammelt. Hier, nimm das. Du hast einen goldenen Rubin erhalten. Und du hast die riesige Geldbörse erhalten. In ihr kannst du bis zu 5000 Rubine aufbewahren. What the hell? Ich benötige nur noch eine ganz kleine Menge mehr Juwelen der Güte, um ein Mensch zu werden. Bitte lass mich jetzt nicht im Stich. Komm zu mir, wenn du 70 Stück gefunden hast. Okay, anscheinend sind es doch 70. Zumindest wüsste ich echt nicht, wo es noch 50 Stück geben kann. Naja, was es damit auf sich hat, werden wir in einem der nächsten Parts erfahren. Ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo dalassen, falls ihr es noch nicht getan habt. Und wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, Twitter und Glocke aktivieren. Ne? Alles klar, Leute. Dann bis zum nächsten Mal. Ich bin schon sehr gespannt, was es mit Morsego ergibt. Aber ich denke, beim nächsten Mal werden wir dann erstmal in die Städte der Lieder zurückkehren. Wie dem auch sei. Sorry für das ganze Rumgelaber. Jetzt wirklich bis zum nächsten Mal und ciao.